Hallo, Tanja. Sei ihr reut heute hierin? Nüt haben die Nachtgeschicht von Tante Anna. Weißt du, wie viel Sterlein stehen an dem blauen Himmelzelt? Weißt du, wie... Hallo, liebe Tanja. Wenn du aber weit weiter ohne Geschichte vertan, schlug ich noch nicht, dann hörst du ganz aufmerksam den Pfarr. Mir hörst mal zu, wo die Bibel sagt, ein Prediger 5, Pfarr schneien. Wer an Geld hängt, der kriegt nie genug davon. Und wer ein richtiges Leben läuft, dem fehlt immer noch irgendwo. Und dort alle dort es so ja sinnlos. Jo, nu will ich jünd von ein kleinen Jungen talen, der hat Ferdinand. Dort wird ein Jung von einem so ja richtigen Müller. Wot ist ein Müller? Ein Müller ist der Mann, wo das Weid zu Mehl mullen wird. Und alle Menschen rundum, die kommen jeden Abend dann mit der Zeit, mit Weid und heute dort an Mühlen. Bei dort Mehl gauf. Und dann können die mit ihrer Zeit Mehl treten in Haus fahren. Und die Mühler, die verdienen sich viel Geld damit. Und die Familie, dort wird nur eine Rüche. Und nu wird der Klaus von der Ferdinand, die hat einen Schulausflug. Sie haben Ferien und sie wollen alle Töp mal in eine Tür gehen. Und dann wollen sie da auch picknicken, alle Töp Frühstück essen. Und aus der da dann sich ein feines Schaden beim Hahn gesagt haben, wenn sie so weit gehen werden, dann holen alle Tänja ihr Frühstück rüt, wo die Mamas für den sie gepackt haben. Aus der Ferdinand sein Park zum Frühstück rütholt, dann tschäden sie alle. Dort redet aber schon. Und dort wird ein größer Park. Wow, alle drehen ihre Nasen dahin und werden neugierig. Wo hat Ferdinand da? Jo, zu der Zeit gaufet nicht so viel zum Eden, als wot wie nu Eden tschern. Und manche, die hoden nicht so viel Sachen zum Eden, und die mussten noch mal richtig hungern. Und du wein, werden die Tschernern nu auch richtig nierschirrig, wo der Ferdinand alles mitgebracht hat. Und als du dort überall dann Sachen, die alle, da wird Wurst und Schinken, in sein gödet Büherbröt. Und dann wieder noch ein ganzes Kommtje mit töpierolde Pfannkuchen. Dort hat seine Mutter am auch eingepackt. So ihr läuft, dort, kleiner Ferdinand, du möcht ihr doch nicht hungern, wenn du so weit zu fett wird gehen. Du, Mami, die hat ganz viel für am eingepackt. Und dann hat sie noch verschiedene gebackene solche Sachen da nähe leicht. Und dort redet alle so schön. Die Tänja, die werden all ganz gespannt, wo der Ferdinand das alle abeten? Ja, jeder sollte ein Ozin fröstet. Der kleine Fritz, das wird ein bloßer Jung, wo ganz arm aussagt, der sollt kreit besiegt bei dem Ritten Müllersohn, bei dem Ferdinand. Und sie hat heut sein drehet Brot, dort am seine Mutter hat mitgegeben. Ein anderer Freund von dem kleinen armen jungen Fritz, der gab ihm am ein Opel und dann noch eine Birne. Aber der Fritz, der freut sich über dem Opel und über der Birne. Er weiß nicht, was er erst essen soll. Am hat er seine Frucht gehungert,
Aber sie hatten tüs Chonienfrucht. Und sie hatten tüs Sojaknob. Heute kommt mit einer armen Familie. Aber der Retter Ferdinand, der dachte nicht mal daran, dass er dem armen Fritz auch noch was zum Essen wird anbieten. Hei oit warst en hei oit choys en an oit sin Brot en an fangt er an de schöne Pankuchen zu eden. Dort red, de werden se fein mit Zucker bestreit en de werden se goldische Brot, dort red sich so ja schon. En ost er dann de letzte Pankuchen ab jeden holt, dann wird er unien en kommt er un fahr. Und dann fangen die Tschenja an zu lesen, was wir da entkommt hier geschrieben. Wer wir dort mal lesen? Da stund geschrieben, der du des Armen kannst vergessen, verdien es nicht, dich satt zu essen. Ha, ihr verstanden? Da wird geschrieben, wenn du dem Armen kost für jeden, dann verdienst du nicht, dass du die Sot eten darfst. Aber plötzlich dann fängt er Ferdinand sich an zu schämen. Sein Gewissen dort sollte am Reden. Heu hat nicht bedacht, dass er Fritz bei ihm besieht, meist nicht zum Eten mit hat. Zum Leid, Ferdinand hat noch eine Jägerwurst mit. Da hat er noch nicht abgegeten, heu wollte Kreid eten, aber heu wird eigentlich auch ganz satt. Dann nahm der de Wurst, dann gaf der Fritz de, dann seh da, komm Fritz, diese Wurst, de wirst du bestimmt noch schaffen abzuäten, de schmeckt so ja schon. Und wenn du tüs bist, dann kannst du auch mal noch ans kommen, ans besiegen, seht Ferdinand da an. Und seine Vater, de Retter Müller, de dort je jeder Tag auch so erbeten, dort wird ja auch ein frommer Mann. Und dann dort beten, Herr, schenk du doch, dass die Arme auch was zu essen haben. Dort wird doch so eine gute Ernte gewesen. Tschönja soll doch hungern. Die Tschönja beim Dächte hielten immer, was der Papa beten dort. Dort hielt sich immer so ja schön. Aber wenn der Pracherschnitte der kommt und die beiden Arme dort haben, doch können besser Getreide geben, dass sie sich können Brot backen, dann seht ihr zu denen, ich habe eine gute Ernte gehabt, dort stimmt. Aber dort, wo ich eingebracht habe, dort redet mir gerade für unsere Familie. Dort tät mir leid. Vielleicht kannst du irgendwo anders werden können, vielleicht habt ihr noch wer andere. Und da, aus der Ferdinand hier, für sein Papa war das so beten dort. Dann seht er, oh Papa, wann ich doch dein Korn hat? Mein Korn? Was weißt du mit mein Korn? Fragte Papa erstaunt. Oh, wann ich dein Korn hat, dann kann ich deine Gebete erhören lassen. Wenn dann will ich dort die Arme geben, und dann wird dort, wo du betest, hat Gott dann erhört. Aber der Müller, der verstand das Furt, so ja gut, was sein Sehen damit sein will. Und dann noch mehr, dass der Oma Fritz, ne Ferdinand, zum Besuch kam, dann gaf er dem Furt und ganzen Sack mit Getreide mit für die Mami. Von diesem Tag an versorgt der Ritter Müller immer die Oma Familie. Und so brückt Fritz in seine die Schwester und die Mama nicht mehr hungern. Und sie hat nur immer was zum Eden, wenn Ferdinand sein Papa, der dort endlich mal dort, wo er immer beten dort. Er dort nur dort auch noch geben. Und wer ist dort dann nur mit uns, liebe Tschönja? Sehr wie auch mal rot, die arme Menschen, was zu geben, wann wir was haben und der andere haben nicht. Und sehr wie auch reut, unsere Schulkameraden etwas zu geben, wann wir in der Schule sind, was vielleicht nicht so viel Tüs haben. Weil wir dort lernen von Ferdinand,
De har tot nu ook geleerd. Hoi wel nu emma de arme mensen, wat Roma am zend, ook van dat jen, wat God am geschenkt heeft. En nu wel wie beden. Gnädiger Gott, du hast uns immer so redlich mit Nahrung versorgt. Wir werden auch so darauf achten, dass wir auch die anderen Menschen in der Nöte halten können und dass wir uns Brot mit den Stollen können. Ein Tag, dass wir in der Nöte kommen. Und dann wirst du dafür sorgen, dass auch andere Menschen uns von ihr Brot geben und uns in der Nöte halten. Amen. Gute Nacht, schluckt schon.